Die Seele des Fußballs, das sind die Hunderttausende von Ehrenamtlichen. Sie organisieren unseren Fußball, ohne zu fragen, was sie dafür bekommen. Sie erfüllt die Arbeit auf dem Fußballplatz. Sie erfüllt die tägliche Erfahrung, denen anderen Menschen etwas wert zu sein. Unsere Ehrenamtlichen spüren, dass unsere Vereinskultur nur erhalten bleibt, wenn Werte wie Zusammenhalt und Fairplay, Respekt und Toleranz, Verlässlichkeit und Vertrauen von einer Spielergeneration zur nächsten weitergegeben würden. Es ist wahr, und das ist sicherlich eine Erfahrung, die wir teilen mit den von mir angesprochenen Schützenvereinen, mit freiwilligen Feuerwehren, auch mit Umweltgruppen, kirchlichem Engagement, dass die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit da ist. Deswegen müssen wir den Wert des Ehrenamtes und den Wert unserer Vereine immer wieder betonen und dafür werben, dass sie nachhaltig unterstützt werden, denn sie sind der Kitt unserer Gesellschaft.